So, wir sind jetzt im Park und wir haben jetzt die veganen Grillwürstchen am Start. Wir gehen jetzt einfach zu ein paar Leuten hin, randomly, und fragen sie mal, ob sie Bock haben, Grillwürstchen zu testen. Bin sehr gespannt, wie die Reaktionen sind. Habe ich selbst noch nicht gemacht, also mal gucken. Nee, ich komme vom Joggen auf. Ja? Okay. Nope. Okay. Bis dann, ciao. Weil wir noch ganz viele vom letzten Test da hatten, wir wollen halt mal die Leute ein bisschen beglücken und fragen, wie sie die finden. Sagst du mir deinen Namen einmal? Janika. Ich bin Kerim. Hi. Pixar rausnehmen. Okay. Dann darfst du dir ein, zwei aussuchen. Und deine ehrliche Meinung, bitte. Ich finde, es ist okay. Also ich mag die ein bisschen besser als echte Bratwürste. Ja. Bin nicht Vegetarierin oder so, aber ich mag generell nicht so viel Fleisch. Okay, ist gut. Schmeckt's dir? Ja. Echt? Find's lecker. Gut. Also immer noch ein bisschen besser als normales Fleisch. Aha, okay. Finde ich jetzt persönlich. Das ist die beste Antwort, die wir kriegen können heute. Wunderschönen guten Tag. Hi. Hi. Ich muss euch ganz kurz stören. Jawohl. Ich mache ein YouTube-Video. Jawohl, endlich mal. Ich bin Vegetarierin, ich bin da raus. Das ist nicht schlecht, weil... Du auch. Ich hast doch vegetarisch. Richtig. Dann bist du wieder drin. Ja, ehrlich mal ein bisschen ohne Senf. Das sind vegane Würstchen, Grillwürstchen. Okay. Die Rötli hatte ich aber gerade, ich fand die gar nicht so geil. Nee? Nee. Ist da flach? Also sind die alle vegan? Die Besser? Ja. Ja? Mhm. Welche hast du gegessen? Diese rote, aber die schmeckt irgendwie also nicht nach Fleisch. Die hier? Aber diese rote nach hier? Wurst, also nicht nach Fleisch. Ja? Okay. Diese rote hier? Ja. Ich finde die gut. Die hat noch ein bisschen Schärfe. Ja, genau. Ist ein bisschen witziger. Aber grundsätzlich? Und mit Senf ist die auch gut. Ja? Aber auch coole Konsistenz. Ja, für die rote auch am besten. Aber man merkt auf jeden Fall, dass da ein bisschen dass da Fleisch geht. Ja, also das ist aber nur, weil er es gesagt hat. Ich glaube, bei der einen werde ich mir die sehen. Warte. Auch gut. Ja. Die mit Senf finde ich fast auch sagen, die ist fleischiger. Die kleine Halle ist sehr fest, ne? Die hat mehr Biss und ein bisschen bissfester. Von der Struktur her auf jeden Fall am nächsten am Fleisch. Aber ich muss trotzdem sagen, bisher sind die alle okay. Ja, ne? Sind alle gut, ja. Okay. Noch eine braucht Grillwürstchen zum Testen und würde gerne eure linde Meinung dazu hören. Tada, kannst du das also? Okay, das sind alles unterschiedliche. Alles unterschiedlich, was ist was? Genau. Das verrate ich Ihnen. Ehrliche Meinung, hau raus. Ich finde es ein bisschen trocken, muss ich sagen. Okay. Geschmacklich aber ganz gut. Ganz gut? Mhm. Okay. Hat viel Proteine. Okay. A few moments later. Das hier? Schmeckt ganz gut. Aber geschmacklich trotzdem. Das gefällt mir schon besser. Besser? Mhm. Ich bin Vegetarier. Das ist gut, weil es sind vegane Würst. Fotogeneren werden sie nicht mehr bekommen heute. Ja, auf jeden Fall. Was sind das für Sorten? Ist viel aus Seitan, ein paar auf Sojabasis. Ja. Ehrliche Meinung? Manchmal. Ja? Mhm. Nein, ich fand meine geiler. Ja? Die ist ein bisschen geiler. Nee, ich fand die andere besser. Ja, wollen wir uns jetzt fetzen, oder? Weil das Ding ist, ich fühle mich halt irgendwie auch gerade gar nicht danach, weil ich einfach so komplett scheiße aussehe. Überhaupt nicht. Herr Julia. Überhaupt nicht. Du heißt Julia, richtig? Ich heiße Julia, Julia, genau. Ich bin Kerim, hi. Hi. Wo sind da die Unterschiede? Also erstmal in der Farbe, natürlich im Geschmack. Ja. Es gibt ein paar Seitanwürstchen, ein paar Sojawürstchen. Ja. Schmecken die nicht? Okay, runtergewürgt. Schon mal nicht so gut. Ist okay. Ist auch nicht giftig, ne? Die ist ein bisschen besser. Ja? Würziger. Riecht anders? Riecht würzig. Das ist schon mal gut. Ja, schmeckt so ein bisschen wie Chorizo oder so. Ja, gut. Ja? Gut. Und die ist sogar sehr scharf jetzt im Nachgang. Bei der würde ich jetzt nicht mal rausschmecken können, dass es kein Fleisch ist. Echt? So, das war ein super spontanes Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und checkt auf jeden Fall meinen neuen Shop ab. Let's go! Eigentlich ist es ganz schön mutig, dass ich einfach von einer fremden Person hier einfach irgendwas zu essen annehme. Aber ich sehe sehr vertrauenswürdig aus, oder? Es geht. Nein, Spaß. Ich meine, es ist schon ein bisschen... Das cutten wir raus. Nein, du siehst vertrauenswürdig aus. Das war ein Scherz. Ist das so? Mhm.